Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von American Truck Simulator Staffel 2 Reloaded. Wir befinden uns immer noch in Kayenta und wir liefern heute, sofern wir es zeitlich schaffen, nach Sunshine Crops. Liefern wir dann irgendwas mit 24.512 Pfund schweren Caterpillar TH514C nach San Diego. Ich würde sagen, genug gequatscht. Wir müssen uns beeilen, dass wir den Auftrag noch bekommen. Und geben dementsprechend auch erstmal. Okay, das ist dein Michael, perfekt. Das ist gar nicht so das Problem. Das sind 631 Meilen, 1043 Kilometer oder um den Dreh, den wir zurücklegen müssen. Die Sonne kommt raus. Gut, dass ich auch vorbereitet bin und noch auf dem anderen Monitor ausweichen kann. Wir den Auftrag mal annehmen. Da haben wir ihn. Und wir bekommen 27.000 Dollar dafür. Oder waren das knapp 28.000? Eine Sache müssen wir ja noch machen, habe ich ganz vergessen. Perfekt. Nämlich die Front- und Dachmontierung an. Keine wirkliche Geschwindigkeitsbegrenzung. Aber wir haben. Oder sind wir überbreite? Nee, ich glaube nicht, ne? Nee, dann brauchen wir das Bling-Bling auch nicht. Hoppala, der scheint ja normal drauf zu stehen. Den wollen wir mal prinzipiell denselben Weg zurück, den wir gefahren sind. Sprich auch viel über Interstate. Oh Gott, natürlich. Aber erstmal über Highway. Über den Highway erstmal. Oh, längere Zeit erstmal über den Highway. Um. Wird schon am Anfang jetzt genau 24.515 Pfund. Na, zu HMS Machinery in San Diego. Sollten wir alles in einem Rutsch schaffen. Wenn nichts dazwischen kommt. Wir bleiben schon mal auf der linken Spur. Gucken wir mal kurz nach, wie das mit der Sonne. Oh Gott, zu schnell. Sonne geht gerade weg. Bleibt die auch weg oder kommt sie wieder? Das ist die Frage. Ah. Sieht eher mixmäßig aus. Belastenderweise.
bisschen Überbreite haben wir aber halt nicht so extrem, halt nur den Trailer. Ja, ein bisschen breiter ist der Truck selber. Ja, Wolke, Sonnenmix, bis es da wieder ein bisschen mehr Wolkenband gibt. Vorankommen wir jetzt ja gerade nicht, ne? Mal gucken, ob wir das dann überhaupt noch alles in einem Rutsch schaffen. Die Kollegen vor uns kommen ja nicht, sondern nicht aus dem Quark. Beziehungsweise der Kollege vor dem Kollegen vor uns. Scheinbar mehr zu ziehen zu haben als der Kollege und wir. Wobei jetzt kommt da ja doch schon ein bisschen mehr eine Pötte. Nur etwas leichter bergauf und nicht ganz so extrem wie jetzt bei der Hintour. Oh, ich habe noch kalten Tee, da war ja was. Uah. Gott, oh Gott. Schüttelt sie mich direkt. Das war ihm wohl zu dicht. Wenn wir das alles in einem Rutsch machen wollen. Ab auf den Highway 89. Sie war auf dem breiteren Highway, wieder was. Naja, nicht ganz. Das ist ja nur der, mehr oder weniger nur dieser Prefab, der so breit ist. Oh Gott, hab ich hier einen Unfall gebaut. Das ist super.
ganz merkwürdiges Verhalten der KI, wenn ihr mich fragt, aber scheinbar ist der Kollege vorne auch nicht ganz so stark bepowert wie wir. Aber sind wir noch ziemlich schwach gepowert. Wenn wir ein bisschen mehr unter unserem Hintern, würde ich vielleicht sogar in diesem Abschnitt, wenn es nicht überholt wäre, überholen. Aber gut, es wird dann wieder zweispurig. Weil wir fahren erstmal Richtung Flagstaff mehr oder weniger. Wir fahren nochmal durch Flagstaff durch, Flagstaff. Gerade der Caterpillar, der ist ja sogar leichter als das Dynamit, was wir in der vorherigen Folge geliefert haben und transportiert haben. Und sage und schreibe über 10.000 Pfund. Wir sind da, dann können wir schon mal uns ausrollen lassen auf die 35 Miles per Hour und den Tempomat schon mal aktivieren, wobei wir vermutlich mal langsamer werden und wahrscheinlich auch alle Ampeln mitnehmen und dort warten müssen, die es nur gibt, also alle beide. Oder schneller zumindest. Aber dafür ist es auch zu spät. Durch Fahrten haben sie natürlich auch wieder so ein bisschen was, ne? Jetzt ab auf die Interstate 17. Na, muss ja auch mal sein, ja, muss ja nicht immer drumherum
sein. Ab und zu mal einen Durchfall ist natürlich auch schön. Zur Abwechslung. Interstate 17 Richtung Phoenix. Da werden wir auch nochmal ausgebremst. Selbst wenn wir nur so durch die Stadt durchfahren über den Highway, über die Interstate. Erstmal gemütlich. Aber es regnet, jetzt kommt die Sonne wieder raus. Zumindest nur kurz. Aber No Force kann ich ja immer noch wechseln. Okay, das war ein bisschen flott. Vielleicht sollten wir, wenn es nochmal vorkommt, Geschwindigkeit rausnehmen. Es kommt gerade scheinbar doch ein ziemlich kurviger Abschnitt. Wir müssen weiter geradeaus. Na, ne, hat ja noch gepasst. Das war an Camp Verde vorbei. Wie in der vorherigen Folge. Okay. Wohin gehst du nochmal? San Diego war das, ne? Genau. Ich würde auch schon fast sagen, dass wir das auch gechillt machen, dass wir so gesehen, wenn wir die 180.000 haben oder die 180.000 erreichen sollten, dass wir dann halt auch einen Auftrag nehmen, der nach LA geht, dass wir dann halt auch von dort aus, dass wir halt direkt einen Auftrag wohin haben und nicht leer dahin fahren. Und so gesehen um die 180.000 rum dann daran orientieren, dass wir auch Aufträge haben, die nicht nur gut Geld bringen, sondern auch wirklich in Richtung Los Angeles gehen.
bisschen hier wieder, aber klar. Das fand ich wirklich viel schneller, aber dadurch verlieren wir zumindest keine Geschwindigkeit. Zeitlich gesehen sind wir knapp 2 Stunden, bevor wir müde werden dort, noch aktuell. Je nachdem, wie es jetzt weiter verläuft. Wir müssen mal die ETA im Auge behalten. Ganz wichtig. Das sollten wir aber eigentlich schaffen. Oh. Durch späte Bremsen haben wir natürlich auch den anderen jetzt überholt, die KI. Oh gut, dann haben wir gleich auch Phoenix hinter uns gelassen und können dann auch, ich glaube, Richtung Ehrenberg. Und von Ehrenberg aus, wir fahren südlich wieder ab, wir fahren an Ehrenberg, glaube ich, vorbei. Richtung Kalifornien, wenn ich mich nicht täusche. Aus dem Quark. Ich glaube, ich weiß gar nicht, so viel fahren wir aber nicht in Kalifornien, wenn ich mich recht entsinne. Also in dem Sinne eigentlich alles relativ zügig und wenig entschleunigt, wenn wir in Kalifornien sind. Also gut, wir fahren natürlich trotzdem langsam in Kalifornien, aber in Arizona, aber das sollte nicht über so einen langen Zeitraum sein. Gut, das geht. Das ist nur auf die nächste Interstate. Ist aber echt hell. Hoppala, die Gardine passt da jetzt auch wieder rein. Ist wunderbar. Nicht perfekt, aber gut. Noch kommt keine Sonnenstrahlen auf den Bildschirm. Alles, was ich sehen muss. Auf den Highway, auf den Interstate gefahren sind. Es ist natürlich schwierig, solche kurzen Auffahrten. Wobei es ja noch eine
Speise lange auf hat. Kürzer geht immer. Ja. Ich erinnere nur an solche T-Kreuzungen oder Kreuzungen, wo man halt quasi erstmal über die eine Interstate-Richtung fährt, um auf andere zu kommen, nachdem man halt Stop and Go so gesehen hatte. Aus dem Stand losgefahren ist. Das ist natürlich auch etwas schwierig und ja, risky und gefährlich. Die Rest Area müssen wir noch nicht. So weit geht es noch gut, wir ballern noch durch. Es sind immer noch so bei knapp 20 vor 8. Hat sich nicht wirklich viel getan, ist schon mal gut. Wir bleiben bei unserer ETA. Mit leichtem Plus. Wieder Roadworks. Und wo, welche Spur verengt sich? Ich habe es nicht sehen können. Meine Spur. Weil ich auch sonst. ETA wieder ein bisschen flöten. Aber auch nicht sonderlich wirklich haben wir wieder rausgeholt. Die Zeit, die wir verloren haben mit der Welt, ist fast gleich geblieben. Wir haben nur kurz eine Minute verloren, die wir rausgeholt haben. Nein, wir fahren geradeaus weiter. Wir verlassen nicht die Interstate, auch wenn das Navi immer wieder so bescheuert ist. Und sagt, wir verlassen die Interstate, um sie wieder zu betreten. Wir bleiben bei den 77 Miles per Hour. Jetzt irgendwie unnötig dazu bremsen.
jetzt wieder die Spur. Verstehe ich nicht. Und schleicht dann so. Aber wir sind bei Yuma, das heißt, wir kommen gleich auch in Kalifornien rein, nicht mehr weit. Wenn ich mich nicht täusche. Das Schild von Kasani, Kalifornien. Ich bin jetzt verwirrt. Warum sind wir jetzt wieder bei 65 Miles per Hour? Ich dachte, wir sind jetzt in Kalifornien. Okay, sind wir scheinbar noch nicht. Oder jetzt. Nochmal so gesehen. Oh, dann sind wir in Kalifornien, haben noch 18 Meilen bis nach San Diego und dann. Mal schauen, wir sind gerade bei 7:22 Uhr, ob wir jetzt, wahrscheinlich verlieren wir keine Zeit dadurch, würde mich wundern. Ich glaube, meine nämlich, ich meine, das Navi weiß ja, sollte ja wissen, wie die zulassungsgelassene Höchstgeschwindigkeit ist und das demnach auch berechnen können. Das passt, das passt, das passt. Das haben wir schon ordentlich wieder an Gallon, was wir verbraucht haben. Halber Tank. Können wir ja schon gerade wieder tanken. Was, wir sind erst bei 35 Minuten? What? Also, ja, nicht unbedingt. Also, wahrscheinlich noch ein bisschen drunter, aber wir sind bei knapp über einer halben Stunde erst. Ich hätte gedacht, die Tour wird länger. Ich hätte gedacht, das wird so eine Stundentour. Gut. Ich bin überrascht. Sind wir jetzt zügig bisher durchgekommen. Und ich hätte jetzt echt gedacht, es wird wirklich so eine. Die Fahrt davor waren, glaube ich, auch knapp 45 Minuten. Also ich habe damit gerechnet, da vor allem wir halt durch Kalifornien fahren. Wir sind ja vorher nur durch Arizona gefahren, dass wir halt jetzt aufgrund dessen dass wir halt aufgrund dessen jetzt ordentlich an Zeit verlieren. Und die anderen Tour waren ja nur so um die. Ah, lass mich jetzt überschlagen. Um die 520 Kilometer. Und jetzt sind wir ja bei knapp 1040. Bin ich schon etwas überrascht. Aber gut, die Tour ist ja noch nicht zu Ende. Wir haben noch 65 Meilen und hauen uns dann hier immer noch aufs Ohr, von daher. Und der Stau hier. 35 Meilen! Kämpfen uns hier noch den Berg hinauf. Also wir haben
eigentlich so die Probleme, jetzt hier hochzukommen? So gesehen werden wir aktuell gerade hauptsächlich ausgebremst aufgrund des Tempolimits. Beziehungsweise wurden wir ausgebremst. Ey. Das Bändchen ging jetzt hier schon wieder so langsam. Dann wieder schneller. Mensch, das schaut sich hier jetzt ja gerade auch nicht auf. So risky, so kurz vorm Ziel nochmal ein bisschen zu überholen, aber dieses langsamer werden immer wieder habe ich jetzt nicht wirklich Lust drauf gehabt. Und ich meine, wir schaffen es ja, passt ja. Das Risiko war es wert, einzugehen. Und wie gesagt, wir haben eigentlich doch was unter dem Hintern, von daher passt das ja eigentlich. Also ich frage, müssen wir jetzt raus oder nicht? Ja, wir müssen raus. Perfekt, dann fahren wir weiter. Falls wir jetzt über auf Interstate kommen, weil wir jetzt natürlich hier mit den 15 Miles Power gestraft sind. Okay, danke. Okay, ganz gut auf der Geschwindigkeit wieder gekommen. Aber wir hätten so rechts bleiben können. Oh, war schon zu flott. Und wieder mit dem Sonnenuntergang. Diesmal nicht im Rückspiegel, sondern zu unserer Rechten. Wir sind jetzt mittlerweile auch in San Diego angelangt. Erst auch mal in San Diego. Puh. Wahnsinn, dieser Sonnenuntergang. Immer wieder schön aufs Neue. Kann man sich echt nicht dran satt sehen. Muss man ja mal einfach so sagen.
von San Diego war, so diese eine Unterführung und diese Passage, die wir da vorne sehen. Die wir sonst halt häufig in Copy and Paste Form in der dritten Staffel gesehen haben. Oder sehen. Knappe Kurve. So wir sehen und gesehen haben. Wir fahren einfach geradeaus weiter. Biegen bald nur einmal ab. Haben zwar nochmal eine Ampel, aber. Hätte klappen können. Läuft ja super gerade. Perfekt, die nächste Ampel bekommen wir auf alle Fälle. MS Machinery war ja auch wieder so ein. Ja. Fieser Drop. Fies Abladestelle. Da vorne geht's rein. Beziehungsweise kann eine fiese sein. Ist in diesem Fall auch. Leider minder. Ordnung. Dann kassieren wir mal und legen uns schlafen danach. Ausgezeichnet, Caterpillar TH514C von Kayenta nach San Diego geliefert. Gefahrene Strecke 619 Meilen, Dauer 11 Stunden 21 Minuten, Verbrauch der Treibstoff 117 Gallon. Wir bekommen dafür $27,673 und 1664 Erfahrungspunkte. Wir sind damit Level 9.
gehen auch auf hochwertige Frachten, wenn wir ein neues Level sind, auf plus 10% höhere Vergütung, ein Anstieg um 5% für Auslieferung, für Lieferung hochwertigerer Fracht. Es gibt neue Aufrüstungsteile, die verfügbar sind. Dann gucken wir mal, ob wir haben wir zur Werkstatt und schlafen uns, legen uns auch dorthin. Und gucken erstmal, was es so Feines gibt, ob es neuen Motor gibt oder nicht. Der Motor ist schon krass. Das Gute ist, wir können jetzt hier erstmal rechts abbiegen und die Möglichkeit haben. Ob es sich wirklich so gelohnt hat, aber. Aber gut, 60.000 haben wir mittlerweile. Vielleicht gleich nicht mehr ganz so viel. Vielleicht, aber gut. Alles halb so wild. Gucken wir mal nach. Wartung wollte ich nicht machen. Aufrüstung. Gut, da haben wir schon sowieso schon das Bestmögliche. Wir haben das Bestmögliche vom Bestmöglichen allgemein schon drin. Never mind. Okay. Gut zu wissen. Dann bleibt uns ja eigentlich nur noch dieser Schnickschnack übrig, den wir machen können. Okay. So ist ein Kalender. Ja, gut. Mal gucken, was wir da so nehmen. Ist das hier rechts außen? Ne, wo ist denn das jetzt? Hä? Was auch immer und wo auch immer das ist. Gut. Da haben wir eine merkliche Möglichkeit, was das betrifft, aber. Gut. Das ist die Frage, erinnern wir noch hier was stark dran?
Gotham Knights haben wir ja schon, im Grunde genommen haben wir ja schon so gut wie alles Mögliche. Die Cool Add-ons, da könnte man noch mal überlegen, ob wir da irgendwie was hinpacken. Aber eigentlich ist das ja nicht zwingend notwendig. Gut, dann. Haben wir demnach eigentlich prinzipiell schon alles durch, was den Freiheitler betrifft. Das heißt, wir können sorgenfrei uns darum kümmern. Für die 180.000 zusammenbekommen und so weiter und so fort. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.